Guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Christian Schlegel. Sie schauen sich diesen Clip an, weil Sie etwas über Volkswagen erfahren möchten. Ich mache diese Aufzeichnung am Samstagabend, 18:36 Uhr, und vor sich sehen Sie den Chart auf dem Hypovereinsbank One Markets Tool, eine Kerze, eine Woche. Und zwar seit dem 13.10.2014. Das war mir wichtig, denn Sie sehen hier diesen langen, langen Trend. Damals waren sie 260 und gingen dann im Tief auf 86 runter. Dieser Trend ist eine Geschichte, der sehr interessant werden kann. Denn wir haben hier 1, 2, 3 Berührungspunkte. Wenn man den Strich ein bisschen dicker zieht, haben wir sogar noch einen vierten. Und schauen Sie mal, was die hier hinten macht. Sie neigt ihr Köpfchen, guckt mal drüber, und das beim Kurs von 161,75. Das finde ich erstmal sehr interessant. Das Zweite ist, wir haben hier eine ganz lange Seitwärtsphase zwischen 129 und 162 gehabt. Und es scheint so zu sein, als ob die Volkswagen diese lange Seitwärtsphase seit dem 2.7. letzten Jahres endlich mal verlässt und wieder ein Trend einschlägt. Ich rechne das schon vorab mit einem Trend, der so durchaus aussehen kann, so was hier werden kann. Hier hätten wir auch eine Seitwärtsphase, haben die überboten und haben dann ordentlich was draufgelegt. Wenn ich den wöchentlichen Chart sehe, gucke ich mir auch die wöchentliche Technik an. Von dem Trendfolgermodell kann es kein Signal geben, denn wir haben hier diese langgezogene Seitwärtsphase. Ein Trendfolger heißt deswegen so, weil er einem Trend folgt. Wenn wir aber keinen haben, dann kann er auch nicht folgen. Das ist ganz einfach. Vom Oszillator her, ja, gelten wir als hoch, aber es war ein Verkaufssignal da. Das haben wir dann hier abgefrühstückt, aber es ist momentan auf hohem Niveau ohne neues, frisches Signal. Bei der Gelegenheit, wenn ein Chart einen wichtigen Support, also Unterstützung oder einen Widerstand bricht, ist es völlig egal, ob die Technik überkauft oder überverkauft ist. Der Chart ist meines Erachtens nach immer wichtiger. Und jetzt gehe ich mal mit Ihnen auf den Tageschart. Das ist jetzt der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Und Sie sehen hier diese lange Seitwärtsphase mit aus händlerischer Sicht sehr schöne Bewegungen, ja, schnellen Gegenbewegungen nach oben, dann wieder runter. Also die Aktie hat schon Spaß gemacht. Immer wieder eine Unterstützung im Bereich von 133, 134, dann immer mal wieder 20, 30 Euro hoch. Und jetzt sieht es momentan so aus, das ist dieser Trend, den ich Ihnen eben zeigte, dieser 5-Jahres-Downtrend, da sind wir drüber. Ich lasse das Fadenkreuz extra mal drin, denn hier ist der nächste wirklich wichtige Punkt, und da sind wir bei 163,87. Wenn wir das schaffen, da drüber zu gehen, und es ist nun wirklich nicht mehr viel, dann wäre das für den Wert ganz hervorragend, und ich rechne eigentlich mit Kursen im Bereich 195, 200. Diesen Trend zu brechen ist eins, diesen vertikalen Trend, aber den horizontalen und dadurch einen neuen Trend aufzubauen, ist noch eine weitere sehr positive Geschichte. Und jetzt schauen Sie mal hier die Technik, ohne dass wir jetzt hier auf die Bollinger Bänder gehen. Erstmal hier. Hier fängt der Trendfolger an, richtig schön nach oben zu drehen. Sei es über die moderne Sichtweise, sei es über die traditionelle. Da bekommt er jetzt erst ein Kaufsignal. Die Stochastik als Timing-Indikator, für mich sehr wichtig, ist auch auf dem Weg nach oben. Sieht ein bisschen aus wie der DAX. Ja? Der DAX handelt ja hier auch bei 12.500 oder handelte am Freitag spätnachmittag. Und das Gleiche ist hier in Volkswagen der Fall. Wenn Volkswagen jetzt diesen Mut hat und nimmt dieses Momentum hier mit, spielt die technischen Möglichkeiten aus, überbietet diesen Bereich hier um die, sagen wir mal, 164, ja, um ein bisschen sicherer zu sein, ist meines Erachtens nach der Chart wirklich deutlicher frei hier irgendwo in diesem Bereich. Gefällt mir also ausnehmend gut. Ich habe den Eindruck, dass die ganzen Geschichte mit den Handelsproblemen China, Amerika, egal was die jetzt an diesem Wochenende entschieden haben, entscheiden werden. Ich glaube, es ist langsam in den Köpfen drin. Okay, wir wissen, dass da irgendwas ist, aber es reicht langsam, wir können es nicht mehr hören. Ist in etwa so wie Brexit. Das ist für mich jetzt mittlerweile schon Unwort. Auch wenn die Entscheidung bevorsteht, tja, mittlerweile mir ist es fast egal, was da passiert. Ich kann das Wort einfach nicht mehr hören. So, und jetzt schauen wir uns mal ein paar Optionen an, mit denen wir eine solche Bewegung durchaus nutzen könnten. Für die Anleger unter Ihnen, die der Meinung sind, dass der Wert dieses Hoch hier rausnimmt, was wir also hatten im April diesen Jahres, und sich auf den Weg macht Richtung 180, 190, bietet sich eine solche Option an. Das ist ein unlimitierter K.O.-Schein von der UniCredit mit der Basis 145,36. Die liegt hier drunter, unter dem letzten Verlaufstief, hier drunter, und hat die Kennnummer HZ2
KD4. HZ2KD4. Das ist die eine Geschichte, momentan ein Hebel von rund 10. Mit der kann man sehr schön an dieser Bewegung partizipieren. Für die Handelsinteressierten unter Ihnen, die sagen, nee, nee, das schafft er nicht, würde ich dennoch einen Schein wählen, der nicht zu nah hier dran ist. Ich müsste das letzte große Zwischenhoch nehmen und da liege ich bei 179. Ich schalte also hier auf Short. Kommen wir sogar schon recht gut hin, hier mit 178, das ist ein 9,7er Hebel. Ich reduziere diesen Hebel auf 9 und lande hier 179,84. Das passt recht gut. Das ist ein Put, der ungefähr hier oben liegt. Ebenfalls unlimitiert. Und er hat die Kennnummer Heinrich Y9 Waltraud Dora Dora HY9 WDD. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.